RR, DJ, hast du noch RR-Munition? Also Ja, deswegen zwei Reparatur. Magazin davon. Ja, habe ich. Kannst du mal eins drucken? Ach, nee, kann ich halt nicht. Das ist nur noch in der Waffe drin. Ich kann dir nur die Waffe geben. Ja, gib mir kurz die Waffe. Das war ja das, was ich meinte. Meinst du, ich habe auch letzte. Wo kann man denn hier noch reparieren? Ich kann ja das noch hier verschießen am Reparieren. Hier. Ich hab's hingelegt. Sieht man es irgendwo? Nicht verschießen. Ich brauch nur. Dreh dich. Ich habe auch so was falsch gesetzt, deswegen das muss ich wieder. Lernen. Obwohl hier so ein bisschen waren, hier die Dinger waren, sind auch ein bisschen kaputt gegangen vorne. Guck mal hier und das Dach. Oh ja. Oh ja. Einmal rum ging das hier. Das war falsch. Das Reparieren brauchst du ja keine Muni, also. Ach so, dann hätte ich dir die Dinger bauen können. Ich brauche ja zum Entfernen eben. Okay. So, jetzt sind die Komponenten natürlich erstmal wieder heilen. Bestens. Sechs gutens. Na, obwohl hier so ein bisschen am Glas tut auch noch so ein bisschen rumdremeln. Sache. Wie das aussieht, wie der rumschwebt. Die Gun bräuchte ich auch nochmal repariert. Wo ist das Ding jetzt schon wieder? Das war's, glaube ich. Episch. Was habt ihr gemacht? Ihr wart im Weltall und haben repariert, ey. Ja, ausgebeult vor allen Dingen. Ja. Das Reparieren ist ja eher ausbeulen hier. Ja, echt mal. Das habe ich repariert. Da kommt eine Wand rein, das heißt, ich brauche das hier. Das ist falsch. Glas musste fertig sein, stimmt. Warte mal. Glas raus. Ja. Ja, Glasscheiben. Ein Einsatz schon kaputt, das ist so schnell. Aber das ging mal richtig schnell. Na ja, gut, das Glas ist jetzt halt Glas, ne? Ja, aber haben... Metallblöcke. Oh, auch. Guck mal, der ist auch noch hier. Also, TJ, jetzt kannst du dein Hemd wieder absetzen. Ja, meinst du? Ja. Okay. War nicht gut. Glas fehlt, aber... Tot. Ja, irgendwie schon wohl. Oh doch, ich sterbe! Hä, was? Ja, wenn du aufstehst. Ach so, wenn ich sitze, dann... was ist das denn? Ach, Mann. Na, im Sitzen ist halt alles heil. Was ist das denn? Ja, das ist ein Kraftfeld, weißt du? Oh, ich muss noch schnell rein, bevor du alles zumachst. Ups, ups. Ich glaube, ich setze mich mal lieber nach hinten. Ich möchte es nicht so heiß haben, wenn beim Wiedereintritt. Ich hole mir mal was zu happern. Ein Früchtekuchen. Das klingt lecker. Früchtekuchen. Und Mais. So, wir wollen es ja jetzt nicht ganz so ungesund, ne? Ich meine, Früchtekuchen ist ja schon gesund, aber... Einzel? Ich denke schon. So, Ach Gott, da muss ich ja das mal. Kann man nicht im Sitzen essen? Du einmal Blech, ja? Oder wart hier an der Seite? Nicht? Nicht mehr. Witzig ist auch, dass sich die Sicht ein bisschen verändert, wenn du einen Helm auf- und abnimmst. Ja, das muss ich jetzt nicht. Also ihr sagt, er ist eine Raumstation, ja? Würde ich sagen. Ja? Große, große Raumstation. Ja, aber wie willst du die Raumstation überhaupt bauen? Wie? Ja, indem wir die Materialien farmen. Hm? Fragst du, wie wir die bauen sollen? Ja. Ja, indem wir die Materialien farmen, oder nicht? Ja, Startblöcke haben wir jetzt dann theoretisch über sich ein paar. Ja, die funktionieren ja nicht bei den Skins. Da musst du, sind immer nur Eisenbar, immer nur Rohstoffe. Aber du kannst ja umwandeln, die Rohstoffe.
Ja, aber wir haben ja keine Rohstoffe. Hast du Rohstoffe? Nein, du hast Metallplatten. Du hast kein Eisenerz. Wir brauchen ganz, ja, ich weiß ja nicht, wir brauchen ja sehr viel, ne? Aber ich denke mal, wenn wir das Ding dann da hier im All stehen haben, das sieht schon geil aus, oder? So ein fettes, geiles Teil. So, na, wir waren ja stehen geblieben beim Fireclass Carrier. Ja, der gefällt mir jetzt eigentlich nicht so, also finde ich den anderen besser. Also wer ist denn jetzt gerade auf Platz 1? Der, momentan der, oder was? Der Lynx, Ex, oder was? Also den bin ich schon geflogen, der fliegt sich auch gut. So, was haben wir noch? Wer hat so? Den eigentlich ausgemacht, Jetzt frage ich mich auch. Ja, ich wollte nämlich O2 tanken und er meinte, nö, ist aus, und dachte, naja gut, das wird schon seinen Sinn haben. Und hast du gemerkt, wir sind nicht abgestürzt. Ja. Ja, ich weiß. Passiert gar nichts. Ja, auch im Weltraum. Das ist ja Gravitationslehre. Ja, ja. Na, ich wollte ja auch nur nochmal, ne? Weil die Frage ja vorhin auch kam, ne? Ja, ja, es kann ja sein, dass das nicht programmiert haben da. Die Drohne ist da, würde ich sagen. Nein, das war ich. Achso. Aber hier ist ziemlich nah eine Drohne, ne? Guck mal da oben. Ja, irgendwas wurde rot angezeigt. Ja. Ich versuche ja 1,8 Meter, aber irgendwie klar. Kilometer übrigens, ja. Ja, ich glaube, ich habe getroffen. Irgendwas hat er mir angezeigt. Wunderbar, sieht aber das schön aus, das Schiff. Weiß nicht, ob ich die getroffen habe oder nicht. Oder ob das auf den Asteroiden soll ich nochmal schießen. 1,84 Kilometer entfernt. Also wenn sie nicht näher kommt, ich kann immer auf sie zufliegen. Nein, warte mal, ich komme jetzt hin. Oh, ne, 1,7 Kilometer, ne, ich merke gerade, das ist so per Flug nicht so. Nee. Oh, wie gerne hätte ich jetzt ein Small Vessel, ey. Dahin fliegen oder nach Hause. Ja. Bitte alle einsteigen. Der Flug geht weiter, Captain ist wieder an Bord. Oh mein Gott. Weiter geht's. Wir werden jetzt alle sterben. Neue Runde, neues Glück. So, wir gucken mal, was wir noch hier in diesen unseren. Also ich Bietes bin an der dicken, fetten Kanone. Ah, danke. Wir ja die ganze Ding da hinten abschießen, was uns da quer kommt. Na, dann gehe ich halt an die andere Kanone. Jetzt 1,6 Kilometer. Im Augenblick belegt. Also nee, dann war das. Ich weiß nicht, ob das sein muss, sich jetzt mit der Drohne anzulegen. Wenn die wieder was schrottet, dann müssen wir wieder reparieren. Das ist 8 Jahre. Ja, wieso die Drohne? Die macht doch nicht viel. Okay. So, die müssen da genug sein. Du schießt aber in die. An die? Achso, jetzt ist in die Richtung. Oh, die macht nicht viel. Oh. Sag mal, mit dem Vorhalten ist das gar nicht so einfach mit dem Ding. Aber wenn ihr jetzt nicht da dran sitzt, schießt ihr nicht automatisch? Warte mal. Muss ich denn jetzt hier? Ich kann da gerade nicht weg. T drücken. Einmal. Die entfernen sich. Ja, haut ab. Schießt nicht automatisch. Ne? Das schießt gerade das Teil. Das schießt gerade. So, getroffen. Ist es zum Tod oder was? Oh, das war zweit. Oh. Anhalten! Wir wollen die looten. Meine Fresse, ist das Spiel geil, ey. Das wird ja immer interessanter. So. Jetzt könnt ihr aussteigen. Looten! Reparieren! Looten! Was, die Drohne reparieren? Ja, die Drohne reparieren. Die ist kaputt. Her damit mit dem ganzen Scheiß hier. Eine Flugspule war drin. Da war der CPU und so. Naja. Riechst du mich gerade? Hier. Ich komme auch mal raus. Auch mal angucken, das Teil. Genau, dick hier. Hm. Ich kann jetzt nicht mehr abbauen. Stone hat ja noch meinen. Ja. Du kannst sie nicht abbauen. Irgendwie. Nee, man kann die auch nicht reparieren. Abbauen. Ne. Reparieren tue ich gerade. Aber wenn man die nicht abbauen kann, dann ist ja dann. Langweilig. Die ist komplett leer, okay. Weißt du, was ich dumm finde, wenn du etwas reparierst, verlierst du den Skin. Ah. Also ich hab keinen Bock, immer den Skin wieder zu ändern. Ja, er verfällt dann in Ursprungszustand. Bei neuen Sätzen kannst du ja verstehen, aber bei reparieren.
Auch immer wieder auf die gleiche Stelle hier, ne? Hier vorne alle Bleche mal schön Heidetun, ne? Aber ich muss vorne irgendwie so Ultra Titan. Extra stark. Irgendjemand schon wieder das Schiff ausgemacht. Ja, ich aus Versehen. Ah, dann haben wir ja jetzt endlich unseren Übeltäter. Den Übelen. Den Übelsten vom Übelsten auf jeden Fall. Übler geht schon gar nicht mehr. Was, der spielt doch gar nicht mit. Spielst auch noch nicht mal mit? Machst du es trotzdem kaputt? Nee, Deck spielt doch nicht mal mit. Da. Wer hat denn hier getroffen? Und da? Ein Schützeschiff. André gucken, okay, André bis nach Hölle. Ja, was ist eigentlich, wenn hier der Antrieb im Arsch geht? Ja, es gibt genug die davon. Arschkarte. Ich habe jetzt nur den hinteren Antrieb geguckt, also diesen ganz dicken, fetten. Dann hast du die Arschkarte, ja? Ja, dann Tifi, dann musst du mit dem Jetpack auf dem Planeten oder das abholen. Das könnte man eigentlich ausprobieren. Was passiert, wenn du mit dem Jetpack runter düst? Noch länger. Nein, ob du stirbst? Ich glaub, davon düst du. Ja, das wäre die Idee. Naja, die Logik hat die aber Logik, hier gerade Pause, ja, ne? Aber die Logik hat aber hier gerade Pause. Welche Logik? Ja, die Pause hat halt. So, alle wieder sitzen. Sitzen. So. Fliegen wir. Und aus. Ach so, das Orbit hier ist noch PvE. So, und wenn wir dann in. Omikron ist Trading Outpost, da würde ich gerne auch mal hin. Wo willst du hin? Trading Outpost, was kann man denn da traden? Was ist denn da? Kann man testen. 1,1 AU entfernt. Naja, warte, ich muss jetzt mal Position bestimmen. Ja, kannst du auf Ziel erfassen klicken oder so. Und. Würde mich mal interessieren. Woho! Geile Scheiße, ey, ist das ja, Hammer. Das ist so ein Gasriese, glaube ich, zum Abbauen. Asteroid. Das soll ein Trading Outpost sein? Nee, oder? Doch, das sind hier Several Constructor. Da sind Satinium. Chemica Station ist doch da. Nein. Was? Ja. Wo ist ich? Das ist eine Überlebenskanone. Chemica Station. Einer ins Geschütz gehen. Also. Empyrean zocken oder was? Nein. Die Absicht, AMD bist du wieder am Geschütz oder? Nein. Nein, jemand hat noch die Absicht, morgen die Nähe des neuen Ritterlagers zu fahren zum auf dem Flohmarkt. Du mit deinem Flohmarkt. Das ist eh wieder nichts. Die Station. Ja, keine Ahnung, mal gucken. Weiß ja, war niemand hat die Absicht, sonst heute sagt Ostern immer einer, vor. Weil ich bin jetzt an der Kanone, sicherheitshalber. Ja, er fliegt richtig. Ja. Könnt ihr euch da irgendwie ein andermal drüber unterhalten, weil wir sind hier auch in Let's Play. Ah, da ist es. Ne, es ist Saturn und Asteroid. Da. Irgendwie weiterfliegen. Da genau vor dir ist Thermica Station, ja. Kann man. Alter, das ist ja. Wie soll ich denn? Wie kommt man denn dazwischen? Ach du Scheiße. Das ist jetzt Flugkünste pur, also Ruhe jetzt. Also ich soll jetzt sicherheitshalber schon mal drauf gucken, ja? Ja. Kann man auch zoomen beim Geschütz? Leider nicht, ne? Nein. Der Rahn lässt grüßen. Die sieht aber anders aus, oder nicht? Also. So, bitte. Auf Mitte, oben, unten. Was sind da genug sein zum Ziel schießen? Ich soll schon schießen oder was? Ja. Nee. Meinst du die Trading Outpost, wenn das die ist, meinst du die ist Ja, ich Mitte, oben und unten, schieß schon mal, falls da Schüsse sind. Ich hab keinen Bock, das 10.000 Mal zu operieren, Kollege. Ah, okay, warte. Aber vielleicht ist sie gar nicht böse gesinnt. Doch, glaube ich schon. Auf jeden Fall hat die links und rechts Docking Stations. Kannst du andocken. Ja, nicht mit dem Ding. Die scheint aber nicht zu schießen, ehrlich gesagt. Ne. So viel wie ich da jetzt schon drauf geballert habe. Also hier schon auf. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Seite oder auf der anderen Seite. Auf einer von den beiden Seiten ist auf jeden Fall schon was weggeflogen.
Aber sind auch Kisten oder irgendwas ist doch da auch, ne? Nö, weiter nicht. So, bitteschön, wir können jetzt aussteigen.